Was geht und herzlich willkommen zu einem neuen FIFA 16 Footdraft. Und heute gibt es mal wieder eine Challenge. Und zwar, ich wollte das Ganze nochmal machen. Das kam ja letztens richtig gut bei euch an. Und zwar das Ganze mit, ja quasi Draft the Special Card. Das heißt, wir werden gleich, wenn wir hier die ganzen Spielerauswahlen haben, nur die Special Karten nehmen. Das heißt Informs und natürlich Hero Karten oder Legenden. Diese drei Karten werden wir nehmen und dann, ja, werden wir natürlich versuchen, irgendwie, wenn möglich, ein Team, ja, nur aus Special Karten zu bekommen. Das Ziel ist es also, 11 Special-Karten zu bekommen. Natürlich wird die Chemie ein bisschen darunter leiden, das ist klar, aber dafür habe ich halt auch die ganzen anderen normalen Footdrafts, wo es halt um Chemie geht, wo ich dann halt 100 Chemie habe. Hier testen wir einfach mal, ja, ein paar bessere Spieler und ich würde sagen, wir nehmen die Formation 4-1-2-1-2. Die ist eigentlich ganz gut. Die hat hier noch linkes und rechtes Mittelfeld. Okay, und dann würde ich sagen, schauen wir direkt mal. Am besten wäre es natürlich, wenn wir hier direkt eine Special-Karte als Kapitän kriegen würden. Und wir schauen direkt mal, es gibt Ronaldo. Okay, das ist jetzt nicht unbedingt das Allerbeste. Also, was heißt, das ist schon das Allerbeste. Viele wird es vielleicht wieder nerven, wenn wir hier wieder Ronaldo dabei haben. Aber, ja, den müssen wir jetzt einfach hier mitnehmen, damit wir überhaupt hier die Special-Karte am Start haben. Aber viele wird es natürlich auch freuen, dass wir den Ronaldo hier als Hero-Karte haben. Und das fängt natürlich gut an, denn so wird das Team auf jeden Fall ein bisschen bunt. Da würde ich sagen, gehen wir weiter vorne in den Sturm und hoffen mal direkt wieder auf eine andere Special-Karte. Es wird erstmal keine Special-Karte. Wir nehmen dann, ja, wenn es keine Special Card gibt, einfach den Spieler mit, der dem anderen Spieler oder den anderen Spielern erstmal die bessere Chemie gibt. Und ja, das ist hier eigentlich kein wirklicher Spieler. Ich weiß nicht, wir nehmen mal Jovetic mit. Komm, was soll's. Ich glaube, das hätte alles nichts gebracht. Egal, wir machen weiter mit dem rechten Stürmer. Schauen wir direkt mal, es gibt wieder keine Special Card. Oh mein Gott, Alter, was ist denn hier los? Wir nehmen aber Luis Adriano mit. Dann haben wir hier ein bisschen Serie A vorne. Komm, der ZOM muss jetzt eine Special Card werden. Es wird Sterling oder Teixeira. Das ist jetzt die Frage. Teixeira ist natürlich auch nicht schlecht. Und ich glaube, im letzten bei First Special Card oder bei The Special Card hatten wir auch schon Sterling. Das heißt, wir nehmen heute einfach mal Teixeira. Der Typ hat auch mega kranke Werte. Guckt euch das mal an. Alles 80, außer natürlich die Defending Stats. Ich würde sagen, den nehmen wir erstmal mit. Und dann sieht das Ganze schon mit Luis Adriano da vorne ganz gut aus. Aber die beiden Stürmer versuchen wir natürlich gleich noch auszutauschen. Okay, dann geht's weiter ins rechte Mittelfeld. Komm, es müssen jetzt ein paar Informs, Hero-Karten und so weiterkommen. Es gibt sogar zwei direkt. Lamela und Ferreira Carrasco. Ich glaube, den hatten wir auch im letzten bei The Special oder Draft The Special Card. Deswegen würde ich sagen, nehmen wir diesmal Lamela mit. Oh Mann, Douglas Costa wäre natürlich auch ganz geil. Aber okay, wir nehmen die Special Card Lamela hier erstmal mit. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Komm, wir machen direkt weiter mit dem nächsten ZDM. Und dann schauen wir doch direkt mal, ob es hier eine Special Karte gibt. Es gibt leider keine Special Karte. Wer passt hier am besten rein? Bagdis Premier League. Ich denke mal der hier. Okay, wir nehmen erstmal Classy mit. Ich will eigentlich so gut wie, ja, ein ganzes Team aus Special-Karten haben. Also es wird auf jeden Fall schwer werden. Aber okay, komm, wir müssen jetzt eigentlich die ganze Innenverteidigung nur Special-Karten haben. Dann wäre das Ganze möglich. Aber es läuft heute einfach kacke, Mann. Unser Rechtsverteidiger ist auch keine Special-Card. Schauen wir mal, haben wir hier einen SR BPL? Damian haben wir hier. Würde ich sagen, den nehmen wir direkt mal mit. Weiter geht's dann in die erste Innenverteidigung. Komm, es muss doch irgendwann jetzt auch mal wieder ein Inform kommen. Was ist denn hier los, Mann? Es läuft echt alles andere als gut. Vertongen oder Cahill. Ich würde sagen, wir nehmen Cahill mit. Und komm, unser Torwart, der muss jetzt. Ich habe es im Gefühl, der Torwart wird irgendeine fucking Special Card werden. Ich habe komplett falsch gedacht. Es wird einfach ein Non-Rack-Keeper. Forster, der passt hier ganz gut zu Cahill. Aber es läuft sowas von scheiße, Mann. Wir haben drei Special Karten bislang. Okay, vier haben wir jetzt. Zuma, der passt auch ganz gut hier mit Cahill zusammen. Aber wir brauchen einfach noch ein paar mehr Special-Karten. Komm, der Linksverteidiger muss jetzt so ein Special-Card werden, damit wir wenigstens noch überhaupt eine Chance haben, hier die ein oder andere Special-Card zu bekommen. Es wird wieder keine Special-Card, Mann. Was ist denn hier los? Wir nehmen Marcelo mit. Der passt hier gut zu Ronaldo. Oh Mann, das wird echt schwer. Wir haben jetzt noch 7 normale Karten übrig. Das wird echt fast unmöglich, jetzt hier 7 Informs zu ziehen. Aber okay, wir versuchen es. Natürlich, wenn hinter ein oder zwei Karten keine Special-Karten sind, dann wäre das Ganze natürlich nicht so schlimm. Aber ich wäre natürlich trotzdem dafür, denn es wäre geil, wenn es einfach ein komplettes Special-Card-Team wird. Egal, komm, wir legen sofort los und gucken direkt mal. Aber was ist hier heute los, Mann? Wir nehmen Begovic mit. Der hat hier, glaube ich, noch bessere Links zu Zuma und Cahill. Aber das sieht echt scheiße aus. Wir haben 88 Chemie, aber das will ich gar nicht. Ich will Inform, so muss es laufen. Jefferson und Corsava haben wir hier. Ich würde sagen, wir nehmen Jefferson mit.
Denn der passt hier ein bisschen schlechter zu unserem Kollegen Ronaldo. Aber ist dafür ein Inform. Egal, wir haben auf jeden Fall ein Inform mehr. Aber das bringt uns jetzt gerade auch nicht viel hier. Okay, wir nehmen erstmal Zabaleta mit. Denn der gibt hier nochmal ein bisschen bessere Chemie, oder auch nicht? Ich hatte eigentlich gedacht, egal, komm, wir machen weiter, Mann. Wir brauchen Special-Karten. Was ist hier los, EA? Nolito, Valbuena, Kone und Kagawa. So stelle ich mir das Ganze vor. Wen nehmen wir denn hier am besten mal mit? Okay, Kone hatten wir schon das letzte Mal. Kagawa wäre natürlich auch nicht schlecht. Oder wir nehmen Valbuena mit. Der Typ hat auch richtig geile Stats, Mann. Ich würde sagen, wir probieren es mit Valbuena. Wir nehmen erstmal Kagawa mit. Vielleicht gibt es gleich noch Aubameyang oder so. Das wäre natürlich richtig geil. Wenn wir den Inform Aubameyang ziehen würden, wir machen mal direkt weiter. Und schauen direkt, es wird wieder ein Inform. Es wird Musa. Also so langsam, ihr seht es, läuft es. Das heißt, wir haben jetzt hier schon mal zwei Informs. Wir brauchen also dementsprechend noch vier weitere Informs. Und haben hier noch sechs oder sieben Karten frei. Sieben. Oh Mann, das wird schwer. Das heißt, wir dürfen nur noch eine normale Karte ziehen. Es sieht aber ganz gut aus. Fischer, Insigne und Bonaventura haben wir hier. Fischer ist natürlich einer der neuen Informs. Ich denke mal, das wäre ganz geil, wenn wir den mitnehmen würden. Oder Insigne. Okay, komm, wir nehmen einfach mal erstmal Insigne mit. Denn der passt vielleicht noch oben ein bisschen damit Jovetic und Co. zusammen. Vielleicht bringt uns das hinterher ein bisschen mehr. Aber komm, wir müssen jetzt durchgehend einfach nur Special-Karten ziehen. Und come on, bitte EA. Bitte EA, es wird Carrasco. Der passt natürlich gar nicht ins Team, muss man sagen. Aber wir müssen jetzt leider reintun. Wir kriegen hier, okay, so schlecht ist es gar nicht. Passt sogar zu Zuma. Also so schlecht war das Ganze jetzt gar nicht. Wir haben 76 Chemie und wir brauchen jetzt noch ein paar Informs. Komm, es läuft gerade ganz gut. Und kaum sage ich es, ziehen wir wieder so eine Kacke, Mann. Und das könnte jetzt unser Ende bedeuten, denn hiernach dürfen wir wirklich keine normale Karte mehr ziehen. Wir dürfen jetzt nur noch Special-Karten ziehen. Wir nehmen einfach mal Huntelaar mit. Okay, ihr seht es, wir brauchen noch zwei Special-Karten und wir haben noch unten vier Spieler, Mann. Im letzten Draft the Special-Card hatten wir, ich glaube, eine normale Karte im Team. Diesmal könnte das Ganze ein bisschen besser laufen. Ich würde sagen, wir legen sofort los und schauen direkt mal. Die erste Karte wird hier direkt kein Inform, aber Sanchez und Martinez, zwei richtig gute Spieler. Ich würde sagen, wir nehmen Martinez mit oder Sanchez, Mann, das ist jetzt die Sache. Naja, eigentlich ist es auch egal. Komm, wir nehmen Sanchez mit. Denn im Endeffekt geht es hier nur darum, Informs zu bekommen. Komm, wir haben noch drei Karten. Das wird jetzt echt richtig schwer. Wir müssen auf jeden Fall jetzt eine Special Card ziehen. Denn sonst ist der Traum schon so gut wie vorbei. Und damit ist der Traum echt so gut wie vorbei. Die Baller haben wir hier. Carlos Vela, Kane, TOT und Pedro. Aber das bringt uns nicht viel, Mann. Wir könnten vielleicht die Baller einfach mal mitnehmen. Aber wir müssen jetzt noch zwei Special Karten erziehen. Das wird echt fast unmöglich. Und wenn wir jetzt keine Special Card ziehen, ist das Ganze unmöglich. Wir ziehen Neymar, Baka und Matip. Hätten die drei Spieler sich besser mal aufgeteilt. Okay, wir nehmen Neymar mit. Das ist die beste Karte. Den müssen wir mitnehmen. Und dann würde ich sagen, ja, wir packen den natürlich hier ein bisschen offensiver rein. Kriegen wir sogar noch ein bisschen bessere Chemie hier. Insigne, keine Ahnung, wo der hinkommt, Mann. Das müssen wir gleich mal gucken. Auf jeden Fall brauchen wir jetzt, wir packen den Siegen erstmal hier auf die Rechtsverteidigerposition, kommen. Wir brauchen jetzt die letzte Special Card, Mann, das wäre so geil. Dann hätten wir ein volles Special Card Team. Ich werde nicht hingucken, würde ich sagen, es geht los in 3, 2, 1. Let's go, ich guck weg und dann schauen wir doch mal, es muss jetzt einfach eine Special Card dabei sein. 3, 2, 1, los geht's! Oh mein Gott, Alter, es sind nur Non-Rush-Spieler, das ist doch so bitter, ey, es wäre echt fast ein ganzes Team geworden. Und wieder, es fehlt uns eine Special Card. Das ist echt so bitter, Mann. Aber ja, wir können leider nichts machen. Ich würde sagen, wir lassen das dann ganz, das auch so. Ich würde sagen, wir lassen einfach Cahill hier drin. Denn der gibt Zuma da ganz gute Chemie. Und ja, dann würde ich sagen, starten wir mit dem Team hier ins Spiel. Ich würde sagen, wir tauschen das hier oben nochmal. Musa kommt ins linke Mittelfeld. Ronaldo dann nach vorne in Sturm. Und das hier vielleicht auch. Dann haben wir sogar noch 44 Chemie. Und dann würde ich sagen, machen wir das Ganze so. Unser Sturm sieht echt gut aus. Können wir vielleicht noch irgendwas tauschen? Ich denke mal, das sollte es soweit gewesen sein. Okay, wir haben noch den Manager, 44 Chemie. Gucken, vielleicht können wir noch ein bisschen was rausholen. Passt der hier vielleicht rein? Der gibt nur Insigne da einen Chemiepunkt. Oder wir nehmen hier einfach Mourinho mit. Das ist, denke ich mal, das Beste. Dann haben wir 48 Chemie. Und dann würde ich sagen, starten wir mit dem Team ins Spiel. Und dann schauen wir mal, was da so geht, Mann. Ich hoffe mal, wir überstehen die erste Runde. Das wäre auf jeden Fall richtig krank. Dann würde ich sagen, geht's los. Okay, das war direkt schon der erste Gegner. Und ja, wenn ihr das Ganze nochmal irgendwie öfter sehen wollt, dieses Draft
The Special Card, so dass wir vielleicht wirklich ein ganzes Special Karten-Team kriegen. Dann lasst wirklich gerne mal ein Like da und dann werde ich das Ganze öfters mal machen. Falls ihr natürlich auch noch irgendwie Coins für Footdraft oder so braucht, checkt mal gerne meinen Sponsor MMOG aus. Link ist in der Videobeschreibung, da könnt ihr mich unterstützen. Euch kostet das Ganze nicht mehr, ich wäre euch da sehr dankbar. Und das ist das Team von unserem heutigen Gegner. 100 Chemie, Alter, hat auch ein richtig starkes Team. Neymar, Benteke und Messi im Sturm. Und auch seine Verteidigung sieht richtig stark aus. Mit Mustafi. Und er hat Claudio Bravo im Tor. Und ihr wisst es ja, wie ich den Typen hasse. Der Typ ist einfach so ein Beast in Footdraft. Oh nein, jetzt wird's verdammt gefährlich. Das wird die erste richtig gute Möglichkeit und das erste Tor, Mann. Rakitic ist auch so krass in FIFA 16, Mann. Den Typ müsst ihr einfach ausprobieren. Wie der das hier wieder gemacht hat, war richtig gut. Die Schüsse von dem sind einfach nur sensationell, ey. Auch der Carrasco sah jetzt nicht ganz so gut aus, aber hat natürlich auch nicht die allerbeste Chemie. Komm, 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 Teixeira, du bist auch verdammt schnell. Aber jetzt, wir schicken mal lieber Neymar. Komm, und jetzt können wir das Ding reinmachen. Neymar, 1:1, das war richtig stark gemacht. Da haben wir ihn wirklich gut ausgekontert, echt richtig stark. Da müssen wir echt aufpassen. Aber egal, wir machen das Ganze auch so. Komm, Ronaldo, du bist viel, viel schneller. Wer ist das? Mustafi, der kann eigentlich an guten Tagen auch nicht mithalten. Das war stark gemacht. Und jetzt kommt, alter Ref, das kann man auch mal pfeifen. Ronaldo, mach ihn. So muss das sein, Mann. 2:1. Ihr habt's gesehen, Mann. Ich hätte für sowas wieder einen Elfer kassiert. Er hat mich wirklich beim Schuss gehindert eigentlich. Beziehungsweise da bei der Schussfinte. Wenn Ronaldo sich da fallen lässt, gibt es einen Elfer. Aber er hat das ja clever gemacht. Einfach weitergespielt und das Ding reingehauen. Aber komm, wir spielen ihn direkt weiter. Nochmal durch. Alter, da habe ich Glück gehabt. Und komm, wir müssen ihn jetzt einfach safe reinmachen. 3:1. Und wenn ich dieses Ding jetzt nicht sicher reingemacht hätte, würden wir dieses Spiel hier wieder ganz easy verlieren. Okay, ich glaube, darauf hat er keinen Bock mehr gehabt. Er bricht ab. Wir haben also 3:1 gewonnen. Und wir kommen mit dem Team sogar eine Runde weiter. Mann, so schlecht spielt sich das Team gar nicht. Ich würde sagen, wir starten sofort in die zweite Runde. Los geht's. Und da ist auch schon der zweite Gegner für heute. Und gegen den haben wir eine richtig gute Chance. Mann, er hat auch nur 64 Chemie. Sterling hat er da. Und Shedew in Form oder Shedew. Keine Ahnung, wie der Typ ausgesprochen wird. Douglas Costa hat er auch noch. Und Ronaldo natürlich. Den Typen hat doch echt jeder in Footdraft. Aber das könnte auf jeden Fall ein Spiel auf Augenhöhe werden. Gegen den könnte es vielleicht wirklich klappen. Und dann wären wir sogar mit diesem Team im Halbfinale. Das wäre natürlich richtig krank. Und das machen wir jetzt über Ronaldo. Und Neymar, komm, du kommst mit hier. Das war gut gemacht. Aber jetzt ist Ronaldo da vorne drin. Und wenn die Flanke gut kommt, die kommt gut. Und was war das für ein Kopfballtor? 1:0 Ronaldo. Alter, den hat er mit dem Hinterkopf reingemacht. Den Ball hat er gar nicht gesehen, Mann. Das sah so krank aus, ne? Komm nochmal dran an das Ding. Und jetzt Neymar, komm, zieh ihn nochmal nach innen. Oder auch nicht, Mann. Aber wir holen uns das Ding. Komm, Ref, das muss den Elfer geben. Und Teixeira lässt sich hier ganz clever fallen. Und jetzt können wir das 2:0 machen. Komm, wenn wir den ganz weit in die Ecke ziehen, kriegt er den nicht. Auch wenn der in die Ecke springt. So muss es sein. Ronaldo, der war einfach perfekt geschossen. 2:0. Nein, jetzt fällt das 2:1, ey. Es war wieder so ein dummer Ballverlust von mir. Scheiße, Mann. Jetzt wird es natürlich nochmal gefährlich. Aber sauber, Cahill. Und das ist richtig stark, Mann. Wie der da vorne mitstürmt. Und jetzt, komm, wir müssen das Ding jetzt reinmachen. Teixeira, mach ihn, jawohl, 3:1. Oh, fuck, das könnte die Vorentscheidung sein. Hätte ich dieses Ding nicht reingemacht, dann kann ich euch jetzt schon wieder sagen, hätten wir das Ding hier noch verloren. Nein, 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 nein. Alter, das... Ich kann es echt nicht glauben, Alter. Das steht direkt wieder 3:2. Naja, das Spiel ist vorbei. Wir haben 3:2 gewonnen. Oh Mann, wir stehen mit diesem Team im Halbfinale. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im Halbfinale wieder. Los geht's. Okay, und da ist auch schon unser Halbfinalgegner. Oh Mann, das wird auf jeden Fall eine schwierige Partie. Ronaldo und Neymar in Form. Negredo hat er denn noch im Sturm. Den sehe ich auch kaum in Footdraft-Teams. Kovacic und Rakitic da mittelweg. Hulk hat er auch noch. Er hat richtig gute Spieler. Und das wird natürlich schwer, weil wir haben halt eine richtig scheiß Chemie. Okay, komm, Teixeira, hol dir den Kopfball dann. Dann, jawohl, können wir vielleicht einen Angriff starten. Komm, Ronaldo, lauf. Durch, Mann. Wo kam der Pass denn wieder hin von Neymar? Aber egal, wir haben das Ding noch. Komm, wir ziehen nach innen. Ref, lass dich doch faulen, Neymar. Lass dich doch faulen. Es war, was laber ich wieder, Neymar? Es war Ronaldo. Aber der muss sich gar nicht faulen lassen. Der macht einfach alles alleine. 1:0, Mann. Was war das wieder für ein Angriff, wie der sich da durchgesetzt hat? Komm, das war perfekt gespielt, Mann. Und jetzt haben wir nämlich Platz für eine Flanke. Und die kommt gut auf Neymar. Wenn der das Kopfballduell gewinnt, ist das Ding drin, Mann. 2:0, 16. Minute. Alter, Neymar gewinnt ein Kopfballduell. Wie lange habe ich das nicht mehr erlebt? Boah, was war das für ein Pass? Und Ronaldo nimmt den richtig gut mit. Komm, Ronaldo, mach es. 3:0, Mann. Nach 30 Minuten steht es hier schon 3:0. Habt ihr diese Ballmitnahme gesehen? Mit der Hacke perfekt in den Lauf. Das kann wirklich nur Ronaldo Hero.
Jungs, er hat abgebrochen und damit stehen wir mit diesem Team im Finale. Mann, wenn wir damit jetzt noch das letzte Spiel gewinnen, ey, das wäre echt so krank. Das Team hat 55 Chemie oder so oder 60, ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe es gar nicht mehr im Kopf, Mann. Ich würde sagen, guckt euch diese Chancenauswertung an. 4 Schüsse, 4 Kanonen aufs Tor, 3 Dinger reingemacht. So muss das Ganze laufen. Dann würde ich sagen, starten wir nochmal mit voller Energie ins Finale. Los geht's. Und da ist er auch schon. Das ist unser Finalgegner. 83 Chemie. Irgendwie habe ich das Gefühl, wenn man nicht ganz so gute Teams hat, kriegt man auch irgendwie Gegner, die auch nicht ganz so gute Teams haben. Ich hab's nur so im Gefühl, Mann. Auch er hat jetzt nicht volle Chemie, hat Neymar einfach da vorne reingepackt. Seine Verteidigung mit 3 Außenverteidigern. Nur Kompany ist da, eigentlich der richtige Innenverteidiger. Und er hat Cech im Tor. Der Typ ist natürlich in FIFA mal richtig gut. Da müssen wir echt aufpassen. Das wird, denke ich mal, nicht so leicht gegen den. Nein, 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 Alter. Das wäre so bitter. Und es ist so bitter. 1:0. Man wird halt immer bestraft, wenn man keine Tore reinmacht. Und man hat halt auch immer das Pech dann. Das ist unglaublich, Alter. Wie geht so ein Schuss wieder rein? Cech hält bei ihm die ganze Zeit alles. Und Coutinho haut ihn hier einmal ins kurze Eck. Das ist so bitter, Mann. Das war echt unverdient, muss ich sagen. Wir haben hier echt gut gespielt bislang. Aber okay, komm, wir sollen uns nicht beschweren. Wir machen einfach weiter mit Neymar. Denn der kann das Ganze genauso gut. Mach ihn. Schieß einfach. Schieß! 1:1. So muss das Ganze sein. Direkt mal hier wieder ausgeglichen. Nein, nein, komm. Nein, nein, nein. Bitte nicht. Ist echt unglaublich. 2:1, Sanchez. Wie fallen hier eigentlich die Tore die ganze Zeit? Das ist wieder so bitter, Mann. Das war wieder so ein cooler Schuss. Er geht auch wieder rein. Nein, 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 nein. Oh, sauber. Das ist unglaublich, Alter. Ihr seht es, es liegt halt oft daran, ob der Gegner oder ich Glück habe. In diesem Spiel habe ich einfach kein Glück. Und unser Gegner hat heute einfach das Glück auf seiner Seite. Sterling war es, glaube ich, war es Sterling, Alter. Keine Ahnung. Oder Musa. Der macht hier auf jeden Fall. Guckt euch das an. Es gehört natürlich immer das Glück dazu, es war Sterling. Komm bitte, Ref, einen Angriff noch. Einen Angriff noch, einen Angriff noch. Komm, Ronaldo, bitte zieh durch. Komm, wir müssen das Ding jetzt reinmachen. Komm, bitte, mach ihn, mach ihn, mach ihn, Ronaldo. Ja, Mann, 3:2. Aber wir versuchen es trotzdem, schick ihn durch, jawohl. Komm, Neymar, du musst da vorne irgendwie in die Lücke gehen. Neymar, komm, bitte, mach ihn, Neymar. 3:3, Mann. Komm, jawohl, jetzt. Jawohl, das war gut gemacht, Ronaldo, komm, bitte. Und wenn du jetzt irgendwie einen Elfer rausholen würdest, dann wärst du hier der Gott. Oder du machst das Ding direkt rein, Neymar. Hau ihn. Oh, doch nicht gegen den Pfosten. Nein, Mann, was? Oh, das kann doch nicht wahr sein, ey. Und es geht in die Verlängerung. Boah, Mann, das war echt ein spannendes Spiel hier. Nein, 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 nein. Oh, hau ihn weg. Hau ihn weg, Alter, nicht zu ihm. Mann, das war so dumm, ey. Warum hau ich den Ball nicht einfach raus? Aber ihr seht es ja, jeder Schuss von ihm, der annähernd gut aufs Tor kommt, ist sofort drin. Das war auch wieder so ein Kullerball. Aber komm, wir können es noch irgendwie packen. Mach ihn bitte, Neymar, mach ihn bitte! Oh Mann, Alter. Ich kann dazu nichts mehr sagen, ihr seht es selber. Okay, ihr seht es, wir haben das Spiel 4:3 verloren. Das war echt ein richtig knappes Ding, Mann. Ihr seht es, wir hatten auch einige Chancen, aber er hat natürlich auch viele, richtig viele Schüsse gehabt, Mann. Das war echt richtig spannend. Uns hat einfach im Endeffekt ein bisschen das Glück gefehlt. Naja, egal, wir kommen noch kurz zu den Belohnungspacks. Okay, wollen wir mal schauen. Ich habe auch schon mal irgendwann, wo ich hier das Halbfinale verloren habe, ein 50k-Pack bekommen. Was sind das denn für Packs, Mann? Oh mein Gott, ey, das hätten wir uns auch sparen können. Dafür haben wir jetzt so lange hier die ganzen Spiele gespielt. Naja, egal, wir machen die Packs kurz auf. Das 7,5k-Pack und drin ist Hummels. Es wird, nein, Mustafi. Hummels wäre natürlich sogar noch gut gewesen. Okay, wenigstens nur ein Spielerset hier, also nur mit Spielern drin, aber das war natürlich auch kacke im Endeffekt. Okay, und dann kommen wir noch zum 15k-Pack. Komm, hier muss jetzt noch was drin sein, um das Ganze vielleicht noch ein bisschen abzurunden. Ja, Aguero ist vorne drauf und wir ziehen Benteke. Okay, ist nicht das Allerschlechteste, es geht natürlich besser. Alter, den habe ich doch eben irgendwann schon mal gezogen. Naja, egal, das war es auf jeden Fall soweit von dem Video. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Lasst natürlich gerne wieder ein Like und ein Abo da. Ich würde mich auf jeden Fall wieder freuen, wenn wir wieder die 2000 Likes knacken würden. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Wie gesagt, checkt MMOGA aus für günstige Coins. Macht's gut, wir sehen uns und ciao.